Und hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Yu-Gi-Oh! World Championship 2011 Overs und Nyxus. Wir haben im letzten Part ein paar Rüpel besiegt und Klaus will uns jetzt herausfordern. Ich will nur sehen, wie viel du dich verbessert hast. Ja, Halsschmerzen sind auch schon langsam vorbei. Schön, oder? Ah ja. Ich muss ehrlich sagen, der Kampf hier ist gehört, finde ich, zu den schwersten überhaupt, wenn man das erste Mal spielt. Weil der Klaus hat die Bedürfnisse einfach auf bestimmte Monster zu spielen und ich habe schon jetzt keinen Bock mehr. Weil ich hasse es einfach, wenn die Leute auf das so was spielen. Da wird so Schwerter. Was haben wir da? Ein vulkanisches Es gibt zum Rufen und zum Bewaffen. Machen wir dabei. Töten. Auch wenn er zwei Spielmarken bekommt. Töten. Wenn möglich, stampfende Zerstörung für Zuflucht im Himmel aufbewahren. Beziehungsweise vulkanische Stumpe. Ist auch doof halt. Vulkania-Decks, sie gehören zu meinen eigentlich Favoriten. Der konnte. Ja. Das kann die. Falls sich wenn ich es kann, du kannst es sehen. Ah, scheiße. Ach, na klar. Na komm. Gehen die nächsten weg. Weg. Okay. Kriegen wir bewaffnet noch 05 zumindest. Ja, wollen wir. Nein, wollen wir nicht. Bewaffnet der Drache Level 5, Mann. Okay. Was sagt unser extra Deck? Stufe 6, irgendwas Nützliches. Ja, geil, Krafttier. Das Doofe ist, er kriegt ja keinen Kampfschaden aus Feen. Monster kann ich durch Kampf zerstört werden. Ich will das Feld einfach so platt machen irgendwie. Ja, jetzt kriegen alle unsere offenen Monster wieder. Deshalb habe ich extra unsere Kirsche gesetzt, damit er nicht auf die Idee kommt. Wir haben alle drei Fern Kirsche abwerfen. Super. Das ist jetzt doof. Da haben wir so eine Situation, wo einfach nur Kacke ist. Stufe 7. Immer noch nichts. Okay, wir haben ja eine Runde. Ich kann noch nicht auf Hand behalten, das ist doof. Ich hätte schnaffende Zerstörung setzen sollen. Damit kriegt jeder unsere Monster noch eine Marke, was immer schlechter ist. Lalala. Okay. Okay. Nutzen halt mal unsere Monster aus. Und das ist doof. Ich hätte das Küken in der Verteilung lassen sollen. Dann hätte ich eine 5er machen können. Und meine Lebenspunkte zumindest mit der auffrischen können. Und erstmal geiler Kraft der Erde. Okay. Damit kriegen unsere Monster wieder Marken. Eine Runde dürfen wir noch nicht angreifen. Wir müssen die Zuflucht im Himmel zerstören. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Wir haben auch keine Karte, womit die Monster in der Verteidigungsposition gehen. Wenn die in der Verteidigung gehen, würden sie ja sofort zerstört werden. Was natürlich nützlich für uns ist. Aber da dies ja jetzt. Zumindest ich wüsste jetzt nicht, was wir drin haben. Ach, jetzt das Monster durch den Effekt. Oh, bin ich doof. Hätte ich doch den Effekt nutzen können, um
mit einem bewaffneten Waffenlevel 5 sind wir uns einfach wegzubergen. Ja, komm, mach weiter. Die Retourentausch würde ich mir doch aufgeben. Man kann ja nie wissen. Damit sind seine verräterischen Schwerter auch weg und wir gehen weiter in Marken. Yay. Ich bin. Boah. Ich bin. Ah. Handkarten. Schade, dass wir kein ewig infernales Deck haben. Ich spiele auf keine Handkarten. Wir müssen jetzt auf keine Handkarten spielen, solange das Viech auf dem Spielfeld liegt. Wenn möglich, würde ich sagen, du kannst von dieser Karte von okay. Das ist jetzt doof. Ich muss mal kurz hier und so. Ja. Der 3 Marken. Voll vergessen auf beschäftigt zu stellen. Jetzt so, dass ich. Gut, die Marken. Wir werden jetzt erstmal. Da wir ja jetzt. Angriffskraft haben, ein Fragezeichen, wir wissen nicht, was verdeckt liegt, was doof ist. Wahrscheinlich wird das komplette Part dieses ein Duell beinhalten. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Vielleicht sogar 2 Duelle gegen ihn, weil ist sein Nein. So ein geiles Monster und das muss ich jetzt ablegen. Ach, Kacke. Lieber zerstören wir durch den Karteneffekt das Viech, damit wir wieder Handkarten halten können. Weil es wird doch langsam irgendwie nervig. Hm? Er hat irgendwas. Zerstören einfach die. Ach komm, zerstören wir eigentlich die? Kann er eh wiederholen, aber ach komm. Egal. Die hat so viele Marken, die wird jetzt auch zerstört erst. Ja, habe ich mir irgendwie schon so gedacht. Na, wir heben uns die auf. Gaia, tschüss. Okay. Warum mich stört, dass das Gelb-Symbol jetzt gelb ist? Ich antworte eigentlich fast immer. Ja, jetzt kriegen wir uns wieder Marken. Yay, er konnte sich wirklich seinen Bauchball wiederholen. Ich würde sagen, das nächste Ziel ist die Spielmarke, weil der Rauchball lohnt sich eigentlich nicht. Obwohl, ist das wie ein Fee-Monster? Scheiße, ich würde nachgucken sollen. Oh. Ja. Nein. Ist das ein Fee-Monster? Ja, habe ich mir schon gedacht. Sein Deck spielt auf vielen Wassermonster. Das ist doch. Oh. Was ist das? Das ist frustrierend. Es ist traurig. Mach hin. Komm. Dürfen wir schon wieder auf keine Handkarten spielen, sondern das Viech auch noch nicht richtig. Ja, gut. Gab es eine Karte, womit er mit 10 Marken irgendwas anstellen kann? Na gut, jetzt hat er die 10. Irgendwas Starkes, das weiß ich. Okay, mit der Karte lässt sich sogar arbeiten. Ich weiß, dass du was hast. Zumindest spielt er nicht auf Lichtmonster, so können wir schon mal aufrichtig mein Hals. Ja gut, die Halsschmerzen sind nicht ganz weg. Eben noch ein trockener Hals, eben. Scheiß Jahreszeit. Führung des Zuges des Gegners, trinke ich mal einen Schluck. Nein, immer noch nicht. Obwohl wir uns schon längst im zweiten Mal, Level 5 holen könnten. Du brauchst zu lange, mach mal hin. Das ist doof. Welch zerstörst du denn? Na natürlich. Warum aktiviert er jetzt mich Weltraum-Typhoon?
verwundert mich doch ein wenig. Aha. Vor Ölen aktiviert, weg mit dir. Auf die Hand. Damit kann ich gar nicht spielen. Jetzt machen wir das erstmal. Nö. Ja, komm, bewaffneter Drache, geh mal weg. Geh mal flöten. Kommt der Fünfer, Mann. Schade, dass wir den Siebener noch nicht besitzen. Erstmal richtig Damage rein und. Hast du verdient, Alter. Nochmal, 2400, nochmal direkt. Gut. Okay. Jetzt haben wir schon gewonnen, ab dem ja ein Effektmonster. Nee, es müssen noch zwei Effekt. Nee, 500. Noch ein Effektmonster. Dann hat er verloren. Also, wenn vier auf dem Spielfeld sind. Da kann ja sein, dass er unsere Monster jetzt irgendwie zerstört, dann bringt es ja gar nichts. Dann muss er ein Monster spielen, da Vulkanier-Monster eigentlich immer Effektmonster sind. Ja, blöd gelaufen, Mann. Und wir lassen gar nichts im Risiko. Wir denken, nein! Na gut. Ja, ist egal. Wir schmieren ihn damit halt aus. Wir zerstören die Zucht auf der Himmel. Boah! Damit ist das Duell gewonnen. Damit haben wir schon einen würdigen Gegner besiegt. Ein sehr würdigen Gegner. Der ist. Boah, nee. Aber erstmal, da habe ich zweimal verloren, Mann. Du bist so viel stärker geworden. Vielleicht ist es jetzt soweit. Ich denke, du hast bewiesen, dass du dieser Karten würdig bist. Pass gut drauf auf. So, oh, Scheiß. Bestienkönig Barbaros bekommen. Yay. Die Karte ist gut. Aber sie bringt uns eher was in. Ich wette, du hattest keine Ahnung, dass diese Drachen die ganze Zeit unter dem Schlafquartier waren. Ja, doch eigentlich schon, aber ich hatte keinen Bock, das Bett wegzuräumen. Der gehört deinem Vater, er hatte damit einen Unfall und er starb zusammen mit deiner Mutter. Nö, ich bin Protagonist und mein Eltern, wie kann das sein? Darum wollte ich nicht, dass du was mit diesem ganzen Duellwanner-Zeug zu tun hast. Ja, und so ein scheiß Familienerbe, du stirbst natürlich auch. Wie der Vater so der Sohn. Du würdest erzogen, dich dafür zu interessieren. Wusstest du, dass Tores Eltern bei dem gleichen Unfall ums Leben gekommen sind? Deine Eltern waren auf mit Tores Eltern befreundet. Eigentlich ist dein Vater vor allem wegen Tores Vater Tore Bodoland geworden. Vater wie Sohn. Aber Tore hat sein Duell war noch schon fertig und ist weg. Und du bist ein sehr guter Dolant geworden. Ja, danke. Aber Schmeichelein ist ein Scheiße. Ich kann dich nicht länger aufhalten. Dieser Duellrunner gehört die Erfolge deinen Träumen damit. Außerdem ist diese Stadt in Gefahr. Zwischen Merkel könnte in jeder Zeit eskalieren. Jetzt ist eine gute Zeit für uns die Stadt zu ziehen. Könntest du Nico und West Bescheid sagen, damit umziehen? Jetzt dürfte ich alles beruhigt haben und wahrscheinlich im Versteck sein. Yay. Damit haben wir schon mal die größte Hürde. Na gut, eigentlich die zweitgrößte Hürde, oder? Ja. Und ich kann schon mal soweit sagen, dass wieder ein Kapitelwechsel, glaube ich, kommen wird. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Kapitel 3 wird kommen. Und nach einer kurzen Sache mit Kapitel 3 wird auch endlich mal Geld ausgegeben. Ah, scheiße, auf die Wand an. Kommen wir denn Packs, Mann! Oh, hey, gut. Ich sehe, du hast heute wieder gut geschlafen, wie immer. Nur danke für gestern. Die Stadt scheint sich ja inzwischen beruhigt zu haben. Du hast irgendwas erzählt. Sie sind überrascht. Was? Du gehst auch. Nö! Wir werden dich vermissen. Nö! Hoffentlich sehen wir uns nie wieder. Und zieh leider bloß. Aber es war ja immer dein Traum, ein Turbodolant zu werden. Eigentlich nicht. Ich weiß, dass du eines Tages als Turbodolant berühmt wirst. Gut. Unser Vater sitzt hier wegen seiner Arbeit fest. Darum können wir nicht weg.
Aber wir werden dich immer von hier an fordern. Viel Glück. Ja, eigentlich habe ich eher gedacht, ihr kommt mit, aber ja, Skripts und so ein Scheiß, die hatten euch jetzt hier. Haha, ich kann trotzdem wieder rein. Auch wenn ich gerade rausgegangen bin. Ich habe was vergessen zu sagen, ist ja doof. War nur 15 Minuten. Ich bin sichtlich überrascht. Ich habe extra den Part beendet. Nicht nur, weil ich Halsschmerzen hatte. Gut, jetzt, das war echt jetzt irgendwie schlecht gemacht. Ich sehe, du hast ihnen schon gesagt, hier ist auch alles bereit. Bist du sicher bereit, durch die Stadt zu gehen? Du hast noch Zeit. Ah, bist du sicher? Bla bla bla. Komm, mach nächstes Kapitel. Also gut, Zeit in die Stadt zu ziehen. Blutung ausnehmen, sehe ich auf dem Weg natürlich. Kapitel 4 vor allem um neue Freunde und neue Partnerschaften. Ein schönes Kapitel. Gehört auch zu den langen. Och Mann, Mann, du bist voll scheiße und so. Endlich fertig mit den Umzug. Es ist neues Terrain. Seht euch doch mal ein bisschen um. Wir haben 16 Minuten erst durch. Joa. Ach, komm. Komm, wir geben erstmal ein bisschen Geld aus, Alter. Seid auch mal dafür. Wir haben ja gar nicht so viel. Oh, neues Pack im Geschäft. Ja, guck mal. 11.000, gerade nicht viel. Was ist so Geld? Wir haben kein neues Pack, oder? Nö. Ja, wüsste ich jetzt, wo was drin ist. Ich weiß, dass in den Teilen Exodia drin ist. Ich glaube, im ersten. Ich würde gerne Exodia für den späteren Spielverlauf haben. Ja, ich kaufe die Karten gerne so. Auch wenn hier jetzt nicht die Oberburner-Karten sind. Oh, ganz langsam so... Ah, scheiß drauf. Oh, boah, geil, Wiedergeburt. Wiedergeburt? War die verboten hier? Oh Gott, das sind... Oh, ein Bogener Goblin, nö. Da, Exodia, ich wusste es doch, dass die hier drin ist. Oh, wir hatten schon einen Teil der Exodia, cool. Schatz doch, cool, auch cool. Hier haben wir auch eine gute Karte drin, die ich eigentlich auch gern hätte. Müssten wir mal gucken, ob wir die finden. Ich würde gerne die Karte, die auf dem Logo ist, haben. Das ist ein Drache. Oder? Ja, müssten doch Monster sein. Wir haben kein Geld. Oh, scheiße. Ich habe zu viel Geld ausgegeben. Das ist doof. Wir können uns aber die neuen Karten angucken erstmal. Sortieren nach neuen Karten. Was haben wir denn da? Wir haben einen Teil Exodia, ja. Na gut, dann haben wir nur einen Teil neu bekommen. Ja, wir haben... sind so... kann man nutzen, Karten halt. Begrenzungsfeind ist gut von Maschinendeck. Ich weiß nicht, ob Wiedergeburt verboten ist in diesem Urteil jetzt aus dem Kopf. Ich weiß, dass das verboten war, aber ich weiß nicht, ob es hier verboten war. Nein, war es nicht, dann tun wir es rein. Ist egal welches Deck, Wiedergeburt, kommt sofort rein, Mann. Sonst haben wir nichts Großartiges bekommen. Ich würde dann mal sagen... es ist mal Zeit für Individuelles. Nehmen wir mal unser Starterdeck zur Hand und gucken mal, was haben wir denn hier fürs Karten halt. Wir haben ein Deck, das auf Erde spezialisiert ist. Lass uns mal gucken, was haben wir denn für Effektmonster? Ja gut, bewaffneter Drache, ja, kann man rein. Erstmal will ich gucken, was kann man denn raus tun. Eigentlich sind alle Karten einiger. Als erstes ein paar
Alle Synchromons auf dem Spiel. Ja, komm, alle Synchromons. Da Licht und Finsternis gibt es auch und. Also, der ist in Ordnung. Nein. Ich würde sagen, komm, wir machen ungeschriebenes Blatt. Wenn diese Karte durch einen Karten deines Gegners vom Spielfeld auf einschließlich durch Kampf ein Karteneffekt oder indem sie zerstört wird, wie ein Monster, fern ist aus dem Spiel. 1800 kann man reinfinden. Den bewaffneten Drachen und bewaffneten Drachen Level 5 kann man gut haben. Verändern die Attacke und Def dieser Karte für jede Karte in deiner Hand um 400 Attacke. Ja, ist halt nicht so überragend. Der ist auch gut. Desko Ala, immer praktisch. Dreizerkrieger. Nee. Flink. Flink hätte ich reingetan, aber bei den Geister sind sie ordentlich. Wir haben gesegnetes Licht. Ja, gucken wir weiter. Gebons Magna Tracht nicht unbedingt. Marweilo. Kommt drauf an, ob wir Ausrüstung rein tun. Maske der Finsternis, Miskitter Drache zweimal, dann um den Fünfer, schnell zu holen, natürlich. Wir haben zumindest, Nervusblütler, Heiliger Phönix von Nervus, würde ich natürlich gerne haben. Na gut, Pyramidenschildkröte und bloß ein starkes, zum Beispiel hier Ryokoken 2-4 ist auch praktisch eigentlich. Aber ich will mal was Individuelles im nächsten Part. Wir sind schon bei V. Der Hell. Zerstörer Monster. Zwei Kopf. Damit haben wir eins. 17 Normalmonster und 5 Tributmonster. Ist eigentlich guter Schnitt, finde ich. Und dann gucken wir uns mal Zauberkarten an. Was haben wir denn da? Adligelle Auslöschung kann man rein tun. Axt der Verzweiflung. Bei den Ausrüstungen bin ich noch am Hapern. Feinkontrolle kann man rein tun. Hammerschuss. Kraft der Magie. Geile Karte. Kreaturentausch. Kreaturentausch kann man immer gut gebrauchen. Megawandler. Mystischer Weltraumtreffen auf jeden Fall zweimal. Munitionstronade. Der Mumie Schildstoß schrumpfen, schwarzes Loch, Seelennehmer, 60 Abspalt, stampfende Zerstörung, nein, und verräterische Schwerter. Eigentlich wollte ich zur Wiedergeburt. Also, wie viel Ausrüstung haben wir denn? Ja, eine tun wir mal eine Weile raus und gucken nach ein besseres Schimmerdrache oder so. Wie ich haben wir viele Monster mit unter 1000? Nö. Den schade, hätte ich hier auch mehrmals Falle. Fallgrube kann auch nicht schaden. Kann nicht zusammen werden. Feierliche Wünsche, ja, komm einmal. Im internationalen Materialgefängnis. Magischer Abschub. Ja, beim Deck müssen wir gleich gucken. Ich tue erstmal das rein, was erstmal nützlich sein könnte. Spiegelwand auf. Ja, gut, Spiegelwand könnte man reintun, natürlich. Tollkühne Gier könnte man mit Waffenstillstand haben. Wir. Hat sich ja meistens immer als nützlich erwiesen. Erstmal die auf keinen Fall, weil Scheiße und so ein Schatz kann. Mystischen Weltraumtyphon. Wie viel haben wir denn? 31, das sind etwas zu viel, finde ich. Ich würde sagen, ein Megawandler. Ein weder ein Monster noch Verteidigungsverstörer entfernen ist. Nein, nehmen wir die hier. Falle würde ich drin lassen. Ja, wir haben. Ja, aber die Fallenkarte. Na ja, komm, die tun wir raus. Die tun wir raus. Damit haben wir 48, dann haben wir 27 jetzt. Eigentlich sind sie sehr praktisch, die hier jetzt. Aber ich würde ungern. Ja, wir können auch noch 6 Monster rein tun.
würde ich dann sagen, weil unter Effekt haben wir nichts Gutes mehr, oder? Aber ich will von 4 bis 7. Haben wir Explosionsdrache, ja. Explosionsdrache ist natürlich praktisch. Nee, ich würde nicht sagen, dass oder? Nee. Außer wir tun Pyramidenschildkröte und ja, wir tun jetzt Pyramidenschildkröte jetzt einfach rein. Und halt das Zombie mit den höchsten Armen, das kommt mir so offen. Mit weniger als 2000 Defizit. So ein bisschen Individualität. Ja, müsste schon in Ordnung so. Wir können ja die Deck-Analyse mal wieder nutzen. Boah! Zu 15 Minuten sind 26 geworden. Ja, Deckaufbau. Nee. Ich wollte Deckbewertung. Starter. Lass mal sehen. Was hast du denn? 1C. Anzahl. Archiv ist gut. Ihr wisst, es ist generell vollkommen ausgeglichen. Kein besonderes Thema. Deckbalance. Du hast eine sehr große Anzahl an Karten in deinem Deck. Es wird viel schwerer. Eigenschaften. Ich denke, du hast die Menge Karten, die spezialbestimmte Effekte an. Du findest eine Menge Karten mit Kartenzerstörung. Ja, das stimmt. Und Sternstaub, da soll ich aufpassen. Kein spezifisches. Ja, mit dem C kann man noch leben, würde ich sagen. So ein perfektes S, glaube ich, habe ich auch noch nie bekommen. Aber Synchros können wir reintun. Wir haben ja Fängermonster. Können wir auch mal Synchros reintun, auch wenn es immer noch sehr wenige sind. Ja, ich bin eigentlich jetzt zufrieden mit das, was wir haben. Doch. Schon für die nächsten Duelle wird das wahrscheinlich reichen. Dann speichern wir ab. Und dann verabschiede ich mich auch wieder mit von diesem Part. Ein bisschen Überlänge. Ja gut, eigentlich nicht. So 30 Minuten ist eigentlich normal, aber ein Deckbau mal wieder dabei. Nicht so was Leichtes. Strukturdeck kaufen, ein paar Karten rein und fertig. Also sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.